Ahoi und herzlich willkommen zu einem weiteren Angespiel auf meinem Kanal, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und wir schauen uns an The Pioneers, Surviving Desolation. Ja, aktuell im Early Access, verfügbar auf Steam. Und ihr seht, es ist auch in Deutsch verfügbar, es gibt es in Englisch. Und wir spielen natürlich Deutsch. Der aktuelle Stand dieses Spiels in Early Access Phase ist die 0.4. Das heißt, es ist noch viel zu tun, viel zu arbeiten, es kommt noch viel mehr Content rein. Aber nichtsdestotrotz, ich biete euch ja auf meinem Kanal ein paar Angespielt-Sachen an und das gehört dazu. Ich denke, so ein Angespielt, wir gucken mal, wie wir damit am besten umgehen. Vielleicht machen wir 2 Folgen, vielleicht machen wir 4 Folgen. Das werden wir sehen, je nachdem, wie es gerade läuft. Und deswegen nicht lange schnacken. Wir gucken rein. Neues Spiel. Denke daran, deinen Anzug aufzuladen, bevor du ihn verstaust. Drücke beliebige Taste. Die Megastädte ersticken unter einer dicken Schicht von Umweltverschmutzung. Und das Wachstum der Menschheit aufrechtzuerhalten, für die multinationale Energiekonzerne. Die größten Hoffnungen ruhen auf der Mission Io 1. Am 17. Juni 2084 startet die Io 1 Mission. Da sind wir, die Io 1. Sehr schön, guck mal hier. Das ist unser Planet. Und unser Schiff, sind wir abgestürzt? Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe noch nicht reingeschaut. Wir machen das gemeinsam. Mit der Hoffnung, dass es auch weitergeht. Ah, hier, guck mal. Die Kapsel geht auf. Und das sind wir. Navigation System Calibration. Please observe in every direction. Gut, also wir machen WSAD. Your equipment was scattered during the crash. You should salvage what you can. Okay, also ihr habt verstanden, wir sind gecrashed und wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir alles soweit wieder herbekommen, was wir können. Ich muss mal gucken, warte mal. Ah, hier, rechte Maustaste, da geht nichts, rechte Maustaste. Okay, Triebwerk starten. Salvage, was du kennst. Okay, lass mich kurz mal gucken. Kurz mal betraut machen. Gehen die Tasten, wenn ich das aus habe? Ja, die Tasten gehen. Also ich habe kein Inventar. Wir haben minus 30 Grad Celsius. Wir haben... wir atmen Luft aus dem Lufttank. Wir haben aktuell noch ein bisschen Energie. Wir haben alles voll, bis auf die psychische Gesundheit. So. Triebwerk starten... Hier, erfordert Wärmeregulierung des Frachtraums, Cockpit, da kann ich gar nichts machen. Wie tust du salvagen? Ich kann also raus, ah hier vorne vielleicht, ich kann also raus scrollen mit der Maus. Mit Roger. Mit der Leertaste können wir praktisch Pause starten. So, wir können auch die Kamera drehen, also die Grafik finde ich gut. Er erkennt auch schön die Höhen. Was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? Moving. I detect a survivor's digital signature on a close cliff. So. Get ready to jump. So. Ja, und jetzt? Ah, okay. It seems not possible. Ah, hier muss ich hoch. Halt, da muss ich hier rüber. Gut, also man erkennt schon langsam, wie das Ganze funktioniert. Man steuert praktisch die Person. Die Wegführung ist noch nicht ganz so schick. Mal gucken, wie ich da irgendwie rauskomme. Da muss ich ein kleines bisschen mitdenken wahrscheinlich.
Was ja okay ist. Da geht's hoch. Was sagt unser Sauerstoff? On my way. Da drüben gibt's irgendwas, was ich wahrscheinlich salvagen kann. Not the best idea. So. Hier. Sprung. Also rechte Maustaste auf die Figur. Sprung. That's my speciality. Okay. Zack. Ui. Guck mal, wie cool gemacht, ha? Das fand ich jetzt cool. So, untersuchen. Sehr schön, was haben wir denn hier? Du hast Rain Stefansson gefunden. Du kannst ihn aufwecken. You can now count on each pioneer's skills and manage of your organization. Sehr schön, also den haben wir auch. So, du gehst wieder hier zurück. Roger. Ich möchte hier runter. Das heißt also, sie machen das nicht selbst, sondern du musst es wirklich alles steuern. Was ich jetzt nicht schlecht finde. Die kann man nicht machen, dann laufst du da hin. Okay, und springen. I hope there's no hurry. Okay. Ich kann nicht beide markieren, oder? Ne, ich kann nicht beide markieren. Also das geht nicht. It seems not possible. Moving. Moving. So. Hier gibt's was zum Salvagen, also den hier lasse ich mal dahin untersuchen. Und dich hier lasse ich mal da hinten hinlaufen. Gucken, was da drüben da gibt. Carbon materials. It is perfect to expand the station. I display your stock in your HUD. Ah, da ist meine Station. Okay, da müssen wir hin. Und wo sind wir? Wir sind da. Okay. Also geht's komplett in die Richtung. Da kann ich nichts machen. Das heißt, das Schiff müssen wir wahrscheinlich reparieren, damit wir wieder wegkommen. Wo war der? Da hinten ist das Cockpit. Gehen wir mal dahin. On my way. Sehr schön. Ich hoffe, dass ich mit der Musik keinen Ärger bekomme. Valuable equipment was scattered during the crash. Get your hands on it. Well done. This equipment will probably be useful. Okay, Freizeitbeschäftigung, Aufbewahrungskiste. Was machen wir mit dem jetzt? Verbessert leichte Moral, wenn die Pionier inaktiv ist. Hat das jetzt genommen? Ah ja, guck mal hier. Das ist jetzt Universal Handlaserbohrer. Okay. Haben wir auch gemacht. Okay, der hat auch, der hat sonst nichts mehr. Funkantenne. Okay, im Suit, im Helm. Ansonsten ist ja nichts. Gut, dann. Roger. Sonst wird da nichts mehr sein, denke ich. Wir gehen jetzt in die Basis. Magnetic storm incoming. Da oben ist noch eine Kiste. Get to the station without wasting any time. Gut, das machen wir. Not the best idea. So, komm, die zwei. Da liegen halt so ein paar Sachen. Kohlenstoff, hier oben liegt noch so ein Container, aber wenn jetzt der Sturm kommt, dann wird das nichts werden. Deswegen schauen wir mal, dass wir jetzt in unsere Basis kommen. Ich scroll mal ein bisschen ran. Gut, wie geht's hier rein? Hier geht's rein. Hurry up. Board the main airlock. So, es ruckelt ein bisschen. Also, ich hatte ja letztes Mal erzählt, oder was, vielleicht habe ich es erzählt, ich weiß nicht ganz, dass es wohl Probleme gibt bei mir, dass verschiedene Spiele abstürzen. Es liegt definitiv an... Well, it is time to wake this scrap heap up. Na komm. Auf geht's. Gut. In die Basis. Ja, wie gesagt... Es war halt eben die Thematik, dass das Spiel abgestürzt ist oder Spiele abstürzen und es liegt definitiv an einem Windows-Update, das letztes Mal rauskam. Wie immer, Windows ist nicht unser Freund. Leider. Ich bin auch schon überlegen, ob ich vielleicht das Linux verwende, ja. So, was haben wir denn hier? O2-Ladestation. Hier, auffüllen können wir nicht. So, was sollen wir jetzt machen?
Installiere neue Maschinen und Upgrades. Reaktor starten. So, wir sind auf jeden Fall in der Basis, geschützt vor dem magnetischen Sturm. Fusion Reactor okay. Life Systems okay. Wie schön die Grafik ist. Leah Transfer okay. Wie schön das gemacht ist. To start upgrading the station, use this terminal and take control of Maggie, the robotic printer. So. Ja. Installieren, gut, dann. Öffne und dann installieren. Hat er es jetzt gemacht? Installieren. Macht er das jetzt, oder? Sure. Module. Verbindung für Räume. Installieren. Mhm. Ah, hier. Okay. If it's necessary. Okay, so macht man das Ganze. Okay, verstehe ich das Ganze. Okay, das heißt, du suchst dir was raus, was du machen willst, und dann baust du das an. Dann nehme ich dich hier, während du hier arbeitest. Guckst du mal darauf. Offene die Roadmap. The Launch, the Road Trip. Die zwei Sachen sind schon mittlerweile released worden. Dann haben wir Decision und Out of Control. Das sind dann die nächsten Steps, die kommen. Guck mal, wie schick. Ja? Guck mal, wie schön gemacht, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Finde ich wirklich gut. Hat was. So, was kannst du noch machen? Das ist der O2. Dann hier. O2 auffüllen. You should avail quiet time to strengthen the crew. Kann ich mein IVA ausziehen? Wisst ihr das? So. With pleasure. Stromversorgung. Was haben wir hier noch? Ausziehen. Sehr schön. Komm. Musst du da stehen bleiben oder kannst du jetzt da den auffüllen und den EVA auch ausziehen? Baut er weiter? Gucken wir mal. Er baut nicht weiter. Okay. Why not? Du bist aufgefüllt. Jawohl. Dann ziehst du den EVA bitte aus. Ah, gibt's. Ah, okay. Okay, gibt's mehrere, die du verwenden kannst. Fortsetzen. Gut, wir können 1, 2, 3, 3 Personen, 4 Personen, ne, 3 Personen aktuell. Das heißt, wir haben hier die Bereiche, was ist das hier? Station-Inventar, okay. Für die Lagerung. Ah, der ist fixer damit. Excellent. It is now time to print a refinery module and transform some useful resources. Ich finde auch schön, dass es im Endeffekt so ein kleines bisschen als Video-Variante gibt. Da kann man reingucken, wie die Sachen funktionieren. Okay, also du dahin, öffne Bau. Und dann die Verbindungsräume sind immer die hier. Und die können wir dann eben ausbauen. Und dann brauchen wir eine Raffinerie, haben wir gesagt, ja. Groß und klein. Applaud the master. Okay, ich hoffe, ich habe genug Material, ne? Macht er jetzt was oder macht er nichts oder? Habe ich das Falsche genommen, ne? Ah, doch, läuft. Okay, läuft. Da brauche ich wahrscheinlich Schlafräume. Was ist das hier? Du arbeitest, du machst gerade nichts, dann kannst du hier mal reingucken. Inside the main hub and the different tools, engineering systems can be installed. Ui. Was hat er hier? Installieren von Systemen. Gucken wir nochmal. You can now read the protocol database and continue the mission. Okay, also wir gehen jetzt mit dem hier mal daher. Was ist das hier? Öffnen. Leiter. Material sieht schlecht aus, kann das sein?
Eine Leiter brauche ich aktuell nicht. Schleuse. Automatik. Hier. Roger. Dann gehen wir mal hier rein. Und dann können wir hier festlegen, was wir haben wollen. Okay, wir haben... nicht genug Materialien für die Sachen. Und nicht genug Materialien für die. Nicht verfügbar, das hier. Das hätte ich gerne. Kann ich das hier rüberziehen? Ah, guck mal her. Das ist ja mal cool, ja? Was ist das hier? Elektro. Also, was machst du? Du bist hier. Was kannst du hier machen? Du kannst hier nichts machen, okay. Was ist das hier? Dampf öffnen. Okay, Dampf. Hans Dampf in allen Gassen. Gut, er baut. Ich könnte es ein kleines bisschen schneller laufen lassen. Ah, warte mal kurz. Since our station is now operational, it is time to prepare for the first extravehicular activity. So, eine Aktivität. Zieh den Suit an. An athletic mate that holds a drilling tool is a good choice for this first mission. Okay. Dann sollen wir was abbauen. Was ich als erstes machen möchte, ist hier. Kohlenstoffcontainer. Installieren. Der kommt hier hin. If it's necessary. Erst bauen wir das Ganze hier auf, die Raffinerie. Warte mal, das machst du, hast du? Jetzt kann ich dein Inventar gucken. Wie kann ich dein Inventar gucken, Kollege? Hey, Kollege. Inventar. Ah, hier. Okay, wir haben Reparieren, wir haben Computerwissenschaften, Herstellung, Steuern. Was kannst du? Du kannst weder noch abbauen. Also wir haben weder abbauen. Ah, kann man nicht. Ach so, guck mal hier. Sehr schön, das ist der hier. Security Alert. An electromagnetic storm is heading towards the station. Okay, das hast du ja angekündigt, dass es kommt. So, dann. Wollen wir den Reflow öffnen? Moving. Machen wir dahin. Let's try that. Schön gemacht. Auch die Station sieht gut aus, ja? Hier kann ich Kohlenstoff abbauen. Wir haben da drüben noch irgendwelche... wenn die noch da sind. Ja, guck mal, hier haben wir noch eine Kiste. Die haben wir schon ausgesucht. Guck mal, wie schön. Ja. Guck mal hier. Finde ich sehr schön gemacht. Ohne Blödsinn finde ich sehr, sehr schön gemacht. So, was ist denn der andere? Der hier, der Kollege hier. Das ist der. Ziehst du mal dein Eevee an. Ist egal. Ah, das, der ist leer hier, genau. Es flackert. Wie gesagt, ich habe halt noch den Patch drauf. Also, dass das hier so komisch flackert, hängt alles, wie gesagt, mit Windows zusammen. Vielleicht auch V-Sync nicht, aber ich habe es nicht nur bei einem Spiel, sondern bei allen. Also, das ist für mich eigentlich ein klares Indiz, dass ich da Probleme habe mit dem letzten Windows-Update, weil das hatte ich vorher nicht. Gut, dann haben wir den Reflow, haben wir, und jetzt haben wir noch die Laserkammer, die wir bauen wollen. Die setzen wir dahin. If it's necessary. Genau, es ist wichtig. Genau. So, du hast den Eevee an. Sehr schön. Du hast Sauerstoff. Du, wie kriegst denn du Strom? Wie kriegst denn du Strom? Sauerstoff. Ladestation. O2-Ladestation. Was ist das hier? Stationsinventar. Können wir mal gucken. Hör auf zu flackern. Okay, das ist alles andere. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach unten. Verlasse die Station. Hast du das Werkzeug überhaupt, sag mal her? Ja, genau. Bringt gar nichts, weil du das Werkzeug nicht hast. Ja, langsam wird es hier ein bisschen hakelig mit der Grafik. Ich glaube, ich muss meinen Rechner mal rebooten. Das finde ich aktuell uncool. So, du bist fertig, ja? Der zieht ihn gerade aus und du ziehst ihn gerade an. Ja, weil du hast hier, zack, Hauptausrüstung. Oh, du bist auch Haupt da hier.
Da, 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 da. Jared Forster, genau, das bist du. Und du hast hier nämlich die Sachen, genau. Gut, dann ziehst du mal dein IVA an. Was ist das hier? Maschinenbauterminal. So, du gehst mal hier hin. Maschinenbauterminal. Maschinen recyceln. Öffne Raumverbindungs-EVA-Anzug. Ah, nicht genug Risse. Ah, hier. Schutzsystem. Nicht verfügbar. Gut, also du bist angezogen, mein Freund. Dann geht's hier runter. Dann darfst du mal abbauen. Die Station verlassen. Und ich würde dann mit dir erstmal da auf den Berg gehen. Die Kiste hier oben holen. I detect a lot of carbon veins in the nearby. Genau, aber also bevor ich die Ressourcen antatsche. I can assist your decision making to let you manage other tasks. Ah, okay. Kann ich hier klettern? Guck mal, ob ich hier hochkomme. Oder ob ich hier nicht hochkomme, das ist jetzt die Frage. Da kommt er gerade. Klettern. That's my speciality. Okay, also man muss wirklich genau sagen, was er machen soll. Mit Shift haben wir gerade gesehen, gibt es die Möglichkeit, dass wir verschiedene Aufgaben parallel machen. Das versuchen wir natürlich auch dann gleich. Er hat kaum Müdigkeit. Wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, untersuchen. Müdigkeit haben wir. Nahrung wird ein bisschen knapper jetzt. Also ich hoffe, dass wir noch irgendwas haben. Na komm, untersuche. Lebensrat. Ah, guck mal, hier ist Lebensmittel. Sehr schön, komm. Zack. Da ist der Kohlenstoff. Haben wir noch irgendwas hier in der Nähe? Oder? Das ist das Einzige. Gute, wir haben immerhin schon mal Essen. So, dann bitte klettern. Roger. Klettern. Perfekt. So, was war das andere? Schlafen. Mhm. Da ist das hier, Kohlenstoff. Abbauen. Let's try that. Abbauen. Gut, jetzt haben wir mit Shift praktisch zweimal angeklickt. Das heißt, er baut jetzt den Vorrat hier ab. An Kohlenstoff. Ich weiß nicht, wie viel drin ist. Okay. So war das nicht geplant, mein Freund. So war das nicht geplant. Was haben wir hier drüben? Magnetische Felsen. Ah, magnetische Felsen. Die sind geladen, die sind nicht geladen. Ich glaube, da sollte man nicht ranlangen, wenn sowas geladen ist, ja? Nein, 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 hier, hier. Okay. Let's try that. So, baut er jetzt ab. Sieht so aus. So, dann gucken wir mal, was kann der machen hier. Mit Doppelklick kann ich an ihn ranspringen. Was kannst du denn hier machen? Das ist, verwende den 3D-Druckerbot Maggie, um die Station zu erweitern. Das ist, gucken wir nochmal. Aber hier habe ich nur die IFA, die O2-Ladestation. Verfügbare Maschinen haben wir gar nichts. Nicht genug Materialien. Was macht das hier? Seismische. Okay, das ist irgendwas mit seismische Gedöns. Was, hier kannst du nichts machen. Gucken wir mal, was kann man hier noch machen hier. Das sind die EVA-Anzüge. Die Elektrolyse, Ladestation O2. Aha, was kannst du... Ich könnte jetzt rein theoretisch noch... pass auf, was machen wir noch? Wir bauen noch ein. Öffne Baumaterial. Wir bauen einen Wir haben zu wenig Kohlenstoff. Gut, das heißt, das müssen wir jetzt bauen irgendwie. Kann ich dich irgendwo... Was kann ich denn machen mit dir? Kann ich dich irgendwie schlafen legen oder was machen wir mit dir hier? Zack, was ist das hier? Schlafe einfach an Ort und Stelle, okay? Das machen wir gleich mit beiden. Hm? Wie weit ist der hier? 6 Kilogramm. Ha! Nope. Sure. Ja, no. Ja, geil. Das ist klasse. Ich gehe doch nicht ohne Schutzanzug raus hier. So, hier ist aktuell ruhig.
Vielleicht tue ich ein kleines bisschen Musik einblenden oder so. Es ist nämlich sehr leise. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, man hört irgendwas, aber es ist ein bisschen leise. Gut, wir haben 19.32 Uhr Ingame-Zeit. Das ist der erste Tag. Was hast du an Kohlenstoff? So, ich glaube, dann legen wir euch gleich hin und dann sind wir auch wieder am Ende einer Folge. Meine Freunde, ich glaube, wir brauchen noch eine Folge, werden wir noch machen. Denke ich, wir werden zwei, ist so zum jetzigen Spielstart in dieser Alpha, denke ich, vollkommen okay. Ja, ein bisschen Gas geben hier, komm her, ein bisschen Gas geben. Ich habe ein bisschen langsamer aktuell, um überhaupt das zu verstehen, habe ein bisschen langsamer gemacht. So, gut, und du gehst zurück, halt, wo ist der Eingang? Na komm. Da. Hier. Auf geht's. Kann man da was essen? Wo ist er denn hier? Da ist er. Da ist der Kollege. Schlaf an Ort und Stelle. Perfect. I just have to imagine there is a bed right here. So, du ziehst mal deinen Anzug aus. Beziehungsweise hier. Ah doch, zieh ihn erstmal aus. Ist okay. On my way. Jetzt wird er erstmal ausgezogen hier. Das heißt also, man sollte den O2, den Anzug aufladen, bevor man ihn weghängt. Warum? Wenn es zu einem Fehler kommt, zu einem Problem kommt. Roger. Ich weiß nicht, was da gibt, ob das Bett ist. Wie gesagt, wenn es zum Fehler kommt, dass du gleich mit dem voll ausgestatteten Anzug raus kannst, das ist natürlich hier leider nicht der Fall. So, dann schläfst du auch an. Ouch. It's not a bed of roses. Aber wir haben aktuell nichts anderes. Gut, meine Freunde, wie gesagt, wir sind am Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Gerne einen Kommentar, was ihr von diesem Spiel haltet. Ah, hier kann man die Tutorials nochmal angucken. Okay, das ist sehr schön. Erkunden, Aufträge planen, Tag 2. Ich gehe mal kurz auf Pause, dann gucken wir nochmal schnell rein. Was ist das hier? Kohlenstoff haben wir aktuell. 13 von 15 Kilo. Was ist das hier? Plus kann man... Ah, ist erweitert, genau. Elektronische Teile, seltene Erden. Was ist das hier? Radiotop, Schwefel und Nahrung haben wir 19. Okay, Stationslager. Da haben wir gar nichts. Das heißt, wo hat er jetzt das? Ist jetzt für mich die Frage, wo hat er jetzt beispielsweise die Protokoll, das Cockpit reparieren, also Fluchtprotokoll. Repariere die Horsefly. Dafür müsste das Cockpit repariert werden. Instandsetzung des Frachtraums. Die Antrieb neu starten, vorbereitet zum Einsteig. Okay, Einstieg. Das ist also unsere Aufgabe, wir müssen von dem Planet runterkommen. Stationslager, wie gesagt, haben wir gerade geguckt. Das ist die Ausrüstung, die wir haben. Da die beide nichts mehr haben. Jared, okay. 18 Grad ist natürlich nicht die Welt, aber hey, so what. Noch irgendwas? Ah, kann man hier wechseln zwischen innen und außen. Mit T kann man das auch sehr schön machen, das finde ich gut. Derzeitige Aktivität. Was haben wir noch für Informationen? Das ist Bugs. So, ich habe keine Ahnung, was wir damit machen. Dann gucken wir mal. Ah, da kannst du bestimmt. Laserkammer. Ah, hier ist es. Regal für seltene Erden. Bonus plus 5 Kilo. Stationsinventar. Kann ich das nicht mehr ausbauen? Oder ich habe gedacht, dass da mehr reinkommt hier. Gut, wir lassen sie mal schlafen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, lasst mir ein Abo da. Gerne auch einen wahnsinnigen Kommentar. Und wie gesagt, ich bedanke mich und bis demnächst. Tschüss.